Jo Leute, was geht ab? Simracer Max ist am Stissel. Krasses neues Intro, wa? Leute. Heftigst. Wir fahren jetzt gleich mal ein bisschen Fiat Cup. Gehen wir gerade nochmal auf einen Practice-Server und dann melden wir uns auch gleich an. Fiat. Quasi, wartet Leute. Ist hier noch da? Guido, da ist eine echte Michaele Schumacher Ferrari in meiner Ladene. Eine echte Ferrari. Zwick mich, Guido, zwick mich in das Gesicht. Das ist der glorioseste Tag von meinem Leben. Wow. Eine echte Michaele Schumacher Ferrari. Yeah, ich muss erstmal gerade iRacing starten. Full. Wollen wir auf den anderen gehen? Oh, die Full? 464 hat gerade aufgemacht, ist aber auch schon fast voll. Muss mal gucken. Warte, ich halte gerade. Ist echt geil, so ein GTE, wenn man einfach die Bremse sackt und einfach über alle vier Reifen Ja, quer alles rutscht. steht. Macht es bloß nicht dem Pass nach. In Waters, ich glaube in Monster, da hat er voll, wo er in die Box fahren 464? wollte, hat er in die Eisen gehauen und hat sich dann gedreht. 464, ja. Jo. Da Ey, hat was er ist sich eigentlich bei. gedreht. Was ist bei uns im Team los? Wie oft irgendwie die Leute fahren die auch mal oder rippen die ihren PC alle 2, 3 Tage? Es gibt nur zwei Leute, die jeden Tag ihren PC Meinst du rippen. jetzt, du gibst eigentlich einen Martin? Ja, Olli auch. Wenn es ums Basteln geht und nicht fahren, dann. Ja, das sind die zwei schon immer so gewesen. Ich glaube, die haben eher einen PC zum Basteln als zum Fahren. Ja, das kann Das sein. Fahren ist so die Pause, um wieder Ideen zum Basteln. Na gut, ich bin erstmal wieder weg. Bis demnächst. Jo, bis dann. Ciao. Oder was hier, wer war's? Wie heißt der? Andi gemacht hat mit seinem Bildschirm, was hat der veranstaltet? Ich glaube, er wollte. Er hat ihn ausgelassen. Hat er montiert und ist vom Server rübergeflogen. Aber wie ging die Montage? Hat er mit dem Hammer oben drauf gehauen? Nee, er hat den, glaube ich, aus der Hand fallen lassen, so wie ich das verstanden habe. Na, der hat ihn aufgeschraubt und nachher ist er rübergeflogen. Aber an siehst du die solche Monitore auch mega einfach. Also mega leicht. So 27 Ja, Euro. aber halten, da. Ne, der hat 32. Ach so. Aber halten und nebenbei schrauben und so ist schon ziemlich nervig, also. Das fand ich krass bei diesem 49 Zöller, den an die Screenhalterung zu kriegen. Das Ding wiegt ja scheiße viel. Ja. Das Problem ist, ich könnte den jetzt auch nicht nach oben, nach unten schieben, ohne eine zweite Person. Das geht nicht. Ja, das geht. Ja. Aber ich muss auch sagen, also ich habe auch viel alleine erst aufgebaut und dann hatte ich einen Kollegen da, wo wir den ganzen Abend zusammen das gemacht haben, den Rest. Es geht so viel schneller und du bist auch bereit, so viel noch auszuprobieren. Weil du. Sonst hast du einfach keinen Bock, alles auszuprobieren. Oh, hier war wer vom Staff drauf. Von wem? Vom Staff. Hier war Andrew Langham minus Service. Das sind die, Weiß ich nicht, Staff? Ja, vom Staff. Ist deutsch ausgesprochen, Ach aber so. das sind die Accounts, die haben. Okay. Wie kommt man Schnell so ist er ja nicht. Ja, das Beste war mal, ich war irgendwo auf dem Nesca-Server, da ist einer so connected und einer wurde dann vom Server entfernt und dann ist der wieder disconnected. Ich weiß nicht, ob der Scheiß gebaut hat. Was ich in Sebring immer hasse, ist Turn 1. Immer auf Relative gucken. Kommt er weg, kommt er weg, kommt er weg. Ja. Rausfährst, ne? Das ist richtig nervig. Wir hätten so eine Pitlane hinbauen müssen wie in Abu Dhabi. Einmal unter der Strecke. Genau. Aber bei Das Amis. Hütchen steht immer noch schräg. Ich finde aber die alte Ich muss Version. dir mal geben, ich habe jetzt mal im Auge gerade mal die Ziellinie gesehen, weiter bin ich nicht gekommen. Ist halt auch scheiße. Da Einer ist muss es einer. noch. Da ist einer von links nach rechts gezogen und hat mir einfach voll verrammt. Voll geil. Lustig.
Ich war auch auf dem Le Mans Practice Zone im Porsche. Le Mans ist noch ein bisschen buggy von den Scheinwerfern. Das Auto war einfach im vollen Scheinwerferlicht, aber das Auto war schwarz. Der BMW? Nee, der Porsche. So. Der BMW ist ja irgendwie innen drin so dunkel, ne? Ich hab's also vor ein paar Tagen noch gelesen. Achso. Ich war auf der Chase Cam. Das Auto wurde irgendwie nicht beleuchtet von der Lampe im Replay. Nee, irgendwer hatte das Problem, dass das Dashboard nicht ging und da schrieb irgendwer anderes drunter. Ich glaube, das ist normal. Das meinte ich, ja. Ist nicht weitergelesen. Das war aber fast so gut wie die Padman Racing Teamvorstellung. Wo einer fragte, wir sind live! Bottom Split Racing. In etwa, jo. Wenn wir live sind, benehmen wir uns. Nein. Achso, okay. Boah, auch Turn 1 immer den Off-Track mitzukriegen, ist auch so eine Glückssache. Jo. Ach ja. Mal gucken, was das hier gleich gibt. Erstmal muss ich eine Quali ohne Off-Track hinkriegen. Das ist das Schöne an ACC, da freust du dich oder ärgerst dich nicht, dass du hinten startest, weil wenn du durchs Feld fliegst, kriegst du halt dafür Punkte. Hier werden dir trotzdem nachher Punkte abgezogen. Kannst ja so machen, wie ich im Porsche gab. Bisschen Risiko und von hinten starten. Ja, aber... Bremst du die Leute, die verbremsen sich und kegeln alle raus. Ja, aber Ferrari doch nicht. Komm ich ja auch... Komm ich ja jetzt auch nicht in so ein niedriges Split. Naja, auch meistens irgendwie ein Top-Split im Fiat. Also, ich habe jetzt einmal sicher minus 110 I-Rating oder so irgendwas. Safety-Rating läuft auch bei dir, ne? Ne, das ist jetzt ein Minus. Weil, sag ich, wenn man in der ersten Runde also noch so ein Startzielboden schon abgeschossen wird. Na, weiterfahren für Safety-Rating. Ja, ich kämpfe mir gerade Fullgas durchs GT3-Feld, das ist ganz lustig, wenn sie alle auf der Runde schneller sind wie du im GT. Habe ich auf Daytona auch immer gemacht. Da sind wir wieder beim Thema Schach. Ja, ich spiele gerade Schach. Gegen Rotschach. Zurzeit bin ich Bauer. Deswegen atmest du so laut wieder. Ja, ich wollte wieder weg. Das strengt ihn so an, das Nachdenken. Oh, jetzt fahre ich in die Wand. Was fährst du denn für Zeiten, ja, ne? Irgendwie hat der Server ein bisschen mehr Grip als meiner. Gerade bin ich eine 55,5 gefahren. Ich fährst aber M8, ne? Ja. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal nichts anderes mehr fahren. Falls ich auf Expo komme. Was ist mit, Ich hoffe, hast schon mal, dass du auf die Expo kommst, weil ich habe eigentlich. Fuhr, wenn es so weitergeht, das Play, dass ich gleich die und Chris fahren lassen, die mich überhaupt raushalten. Weil, wenn ich nicht auf Touren komme, nachher lasse ich den Scheiß. Oh! See you! Ego, trink mal schnellste Runde hier raus, ey. Ich hab gar nicht gewusst, dass der Ferrari GTE 297 geht in Le Mans. Boris Schalk. Was wollte ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich was fragen. Naja. Hast du schon was von der R-Faktor 2 Liga gehört? Nee, ne? Hat sich immer noch nichts getan. Startet die bestimmt erst irgendwie im September oder so. Ja. Zumindest war das der letzte Stand im Forum. Okay. Da werden wir, glaube ich, aber eh. Wir werden schon so hart ablosen, weil wir nicht wissen, welche Tire Compounds wir nehmen müssen. Immer soft.
Gibt es bei GT3 überhaupt mehrere? Ist das nicht eigentlich unrealistisch? Gibt es da nicht immer nur einen kleinen? Nee, es gibt mehrere. So GT Masters und Blau Paw und so hat doch nicht mal nur einen, oder nicht? Ich würde sagen, also ich weiß, dass es in der VLN zum Beispiel mehrere gibt, weil du es ja bei Langstreckenrennen zum Beispiel schon mal haben musst, dass du auch unterschiedliche fährst wegen Nacht und Tag. Okay. Copy, copy. Copy, Louis. Die Server sind brutal gut besucht in der Le Mans Series. Ja. Dafür, dass du das Sebring hast. Sebring? Echt? Das war mal mega gut besucht, war nicht. Fuck, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich lieber da gefahren. Sebring macht mir immer mega Bock. Was ist das eigentlich für eine komische Tafel, wenn man Richtung, wo damals die Hairpin war und jetzt so komische Hairpin mit Schikane ist, am Ende der Strecke? Sieht aus, als wäre das so ein. Eine Punktanzeige vom Baseball. Sieht echt komisch aus. So. Jetzt melden wir uns mal fürs Rennen an. Das ist wahnsinnig. Subscriber only. Ja. Training durfte jeder sehen. Training, genau. Und ab jetzt müsst ihr leider bezahlen, um weiter zu gucken. Danke. 5000 Euro. Einmal 5.300 Euro, bitte. Danke. Wofür ist im M8 eigentlich das Viereck, was neben der Ganganzeige ist? Fragst du doch alles, wofür es im M8 ist. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo ich diese Woche angefangen habe zu fahren. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich habe leider kein M8 GTE hier. War auch geil, als ich heute das DHL-Paket abgeholt habe von diesem Wassereis. Das steht ja auf der Verpackung draußen. Also es ist so ein weißer Karton, wo ganz dick Suck it draufsteht. ich hätte gerne das Paket. Und dann kommt die mit so einem weißen Paket, wo Suck it draufsteht. Yeah. Keine Fragen, bitte. Besser als wenn die Oma von nebenan dein Eis.de-Paket annimmt und das in eine Kühltruhe packt, während du es aufbewahrt. Ja, das Problem bei diesem Cocktail-Eis ist ja, dass es nicht zu viel Alkohol drin haben darf, weil sonst gefriert es ja gar nicht erst. Ich fand das nicht lecker. Ich fand, da war das Problem, wie bei solchen Dosen, die du an der Tankstelle kriegst, zum Beispiel mit Captain Morgan Cola. Dass da einfach gefühlt 99% Captain Morgan drin ist. Die Mischen sind wirklich heftig, ja. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal dieses 360 mit Effekt getrunken. Alter, die sind richtig heftig, die Mischen. Ganz direkt. Eins getrunken, fertig gewesen. Reicht, Leute. Also da kriegst du was fürs Geld. Ja, das auf jeden Fall, ey. Es schmeckt zwar nicht, aber es knallt. Ja. Wie der Kaliskaya-Wodka, ne? Kaliska. Da sollten sie noch eine Warnung draufschreiben, was der für Kopfschmerzen macht. Der gute 4-Euro-Wodka. Wir haben eine Freundin, die ist Polin. Und dann waren wir vor 2 Jahren bei der Silvester gefeiert und dann sagt sie so, ja, wollen wir Erdbeerwein trinken? Boah, ne? Ist von meiner Oma. Ja, okay. Ja, dann holt sie Pintchen raus und ich denke so, Wein aus Pintchen? Naja, ne? Wir haben schon ein bisschen was getrunken. Machen wir jetzt einfach mal, ne? Dann schüttet die das ein, ich trinke das. Alter, es hat genauso geschmeckt, als ob ich an der Zapfsäule stehe und super tanke, ey.
Nimmst du ja da auch ab und zu mal einen Schluck? Ja, klar. Klar, wenn ich kurz mal Durst habe. Ein fürs Auto, ein für mich. Ein fürs Auto, ein für mich. Boah, ne, aber das ohne Spaß. Ich dachte, ich erblinde danach. Das war ein krankes Zeug, ey. Einfach mal die Oma zu Hause selber gemixt in Bohlen. Da hat ein Kumpel vom Kumpel von mir die 18-jährige Schwester 18 gefeiert und dann waren wir am nächsten Wochenende was trinken. Da war der Schnaps noch im Bau und die haben halt Wodka und alles und dann wirklich mit Früchten eingelegt. Das war mehr so, das war schon eine leicht feste Masse. Aber dadurch, dass es einfach so geil nach Maracuja und so geschmeckt hat, du hast einfach keinen Alkohol gespürt und an sich hatte das Ding 40% und war pure Wodka. Ja. Boah, das hat einen weggezimmert. Die guten alten Saufgeschichten hier. Hier im Stream lernt er noch was, die Jugend. Ach, wir trinken nicht, das ist Sünde. Achso, okay. Stimmt. Wir haben auch keinen Sex vor der Ehe. Habt ihr schon The Boys gesehen, die neue Serie auf Amazon? Nee. Nee. Zieht euch die mal rein. Die ist echt gut. Geht so ein bisschen um Anti-Superhelden. Superhelden sind so richtige Assis. Unbedingt angucken. Ist auch wirklich sehr, sehr gut im Internet bewertet. Hast du gerade Werbung in deinem Stream eingeblendet? nein. Werbesendung. Nein, Hashtag no, no homo. No advertise. Mann, ich werde nicht schneller. Du bist wahrscheinlich schon der schnellste auf dem Server. Ja, ja. Mit Abstand, okay. Weißt du? Ja. Alter, ich weiß nicht, ob ich das Rennen überstehe. Jedes Mal Orange oben Ausgang. Über alle vier Räder. Hast du es nicht in ACC jetzt gelernt? Ja. Aber in ACC kann ich das Auto abfangen. In iRacing nicht. In iRacing nicht. Sascha, was seid ihr dieses Jahr gefahren im 12-Stunden-Rennen? Ich bin ja nicht mitgefahren. Ich hab keine Ahnung. Fahrt ihr DP oder was? Nein. Okay. Also insgesamt sind wir 12 Stunden gefahren. geil. Aber wir sind solche Rundenzeiten gefahren, dass wir am Ende auf 12 Stunden rauskommen. Nicht das Auto. Kitty oder EP war. Ach stimmt, ihr fahrt ja auch ILMS, da kann man ja kein DP fahren. Hashtag Genius. Wir sind beim 12-Stunden-Rennen DP gefahren. Hashtag The Brain. Double Penetration, K. Deep Frog. Oh, off-track. Toto, please call Jackie. That wasn't an off-track. Copy? Copy. Alter, nur eine 19.6. Boah, 43,9 Grad, ey, hier brennt auch die Bude. Auf Spar. Ich weiß auch, warum bei Spar das scharfe S hinten fehlt, ey, weil es kein Spaß ist. So. Der war aber tiefgründig. Heftig, oder? Alter, jetzt fährt da einer eine 18.3, what the fuck.
Boah, wehe, das Quali ist bei der Hitze. Gleich 50 Grad. Dann schaffe ich keine einzige Runde. Dann war's das direkt. Scheiße, die letzte Kurve gehabt. Die Busstopp. War zu heiß. Too late on the brakes. Too late. Too late. Toto, I was too late on the brakes. Macht schon nicht so viel Spaß, ne, wenn man so hier so rumrutscht. Wie auf Eis. Ist a little bit warm. Oh, oh schön. Kein Auftrag. Hat die Karre über die Vorderachse schiebt, ey. Annika, hast du eigentlich schon deine Dickcam jetzt gebaut? Nee, ist geplatzt. Da musste ich noch eine Ultraweit kaufen. Nee, du meinst. Normale hat nicht ausgereicht. Du meinst eine Zoom. Mit so viel Zoom von Stufen gibt's noch gar nicht. Wie scheiße du vorher schon lachst. Du hast die Geräusche noch die ganze Zeit gemacht. Nee. Alter, jetzt habe ich das Auto verloren, ey.
Mann. Wo ist es denn? Hä? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt erstmal wiederfinden. Oh. Fuck, ey, jetzt muss ich hier Cam configen, ey. Wieso speichert er das eigentlich nicht, dass er hier keinen manuellen Fokus machen soll? Wie oft soll ich das? Ist das mal der Dick-Cam, dieses Cam configen? Ja. Ah, schon wieder zu viel Behindertheit in diesem Chat, Stream. Oh, ich hole mir erstmal was zu trinken, ne? Holen wir uns denn ein Bier schon? Ach, ich glaube schon. Gönnen wir uns mal heute, ne? Ist ja Donnerstag. Gönn dir Donnerstag! Der typische Gönn dir Donnerstag. Der Tag, der mit G anfängt. Oh, bin gleich wieder da. Boah, Janik, wie kannst du mit vollem Sprit so schnell sein? Gasbremse in der Mitte wedeln. Wahnsinn, ey. Aber schneller wird's auch nicht mehr. Also meine Optimum lag bei einer Punkt 9. Also diese, ich weiß nicht mehr, wie schnell ich war. Ich bin gerade vom Server runter. Also 13 nochmal schneller. Die Optimum lag, kam ich am Ende ran. Das war eine konstant ungefähr so Punkt 4. Aber das ist Sebring echt mega krass Linie fahren, wenn ich dann merke, dass ich mich, wenn ich mich nach der ersten, zweiten Kurve leicht verbremse, verliere ich eine halbe Sekunde. Weil dann der Flow für die nächsten zwei Kurven auch nicht mehr passt und dann ist alles weg. Ja, ich kriege halt konstant 56.0, 56.1 um den Dreh gefahren, aber 55.2. What the fuck? Über welchen Flow redet ihr? Aber nach dem Gönn dir Donnerstag kommt auch noch der Ach-schon-wieder-Montag. Ach-schon-wieder-Montag. Aber nicht direkt danach. Da haben wir so Glück noch Zeit. Ja, aber... Ich hab dir eine Nachricht geschickt, Herr Bürger. Oh, ein Penisfoto. Könntest du mir das bitte nochmal mit ein bisschen mehr Zoom schicken? Wir sind im Livestream, bitte nicht darüber reden jetzt hier, okay? Bei irgendwem ist das Lenkrad kaputt gegangen in der iRacing-Gruppe, dann hat er seinen Joystick, mit dem man RC-Autos fährt, angeschlossen. Das funktioniert. Cooler Typ eigentlich. Was denn bei dir im Streamer mit Rennen fahren? Ist du nur da Bier trinken und am Handy, oder? Ja, ja. Drunk Stream bitte ändern. Das ist der Drunk and Mobile Phone Stream. Nein, Mann, ich bin doch gerade schon gefahren. Ich warte jetzt eigentlich tatsächlich auf diesen Track-Server komme. So, ich war aber mal raus für heute. Wir hören uns, tschüssi. Ciao. Wie einfach mal 8 Zehntel schneller ist. Und 15 schneller wie der Rest des Servers. Bei gefühlt 30 GTEs. Und heult rum, dass er nicht schneller ist. Ja, das ist genau. Ich liebe sie. 55.2 ist der gefahren und 55.7 ist der zweitschnellste. Janik braucht das. Weißt du? Das ist der Wahnsinn. Low Staple. A little bit low stapeln. aber sagst du, sieht fett aus, oder? Ja. Ja, ich geh doch vom Server und sag so, so runs the rabbit. So runs the rabbit. Den hab ich die letzte Woche gar nicht, fand den so geil. Kanntest du den noch gar nicht? Alter, das habe ich übelst auf. Oh Mann, ey. Geil. Deswegen hast du mir das geschrieben, okay? Ja, ja. Geil. Ah.
Das war noch eine schöne Zeit, als der noch neu war. 3 Sekunden ist noch the yellow from the egg. The yellow from the egg. So, fahr jetzt mal mit Englisch. Das ist ja nicht, das ist ja schon nicht Englisch, ne? Ja, geh mal zu einem Engländer hin und sagt immer, this is not the yellow from the egg. Der versteht du das nicht, aber ey, ist komplett Englisch. Wenn du sagen würdest, this is not the gelbe from the egg, dann wär's Englisch. Weißt du, mir als Sprachwissenschaftler kannst du ja nicht einen vormachen, ey. Sprachwissenschaftler? Oh, bitte halt gleich die Fresse, ey. Ich überstehe das Rennen sonst nicht, ich schwör's dir. Ich sterbe. Guck da nicht zu, ey. Sonst quatschst du mir die ganze Zeit da rein. Und dann auch noch schön zeitversetzt bei der Stream. Was machst du da gerade? Hä, was so? 30 Sekunden schon her. Nee, so weit ist er, glaube ich, gar nicht weg. Ja, stimmt. Twitch ist, glaube ich, näher. Ja, ich habe YouTube oben, Mann. Okay. Ich sehe deine Reaktion die ganze Zeit. Wink mal. Wie ein Bindi. Ah, da ist schon viel Versatz dran. Oder hast du gar nicht gewunken? Doch, hab ich. Ah, ja, jetzt. Janik schreibt, I believe I spider. Der ist auch mal richtig geil. Der ist ja mal richtig geil. Den kannte ich noch gar nicht. I believe I spider. Oh fuck it, ey. Richtig Bendy. Oh, ich glaube, da kommen morgen die nächsten Clips auf deine Arbeit, ey. Oh, oh, Session. Oh. Oh, Alter, ich habe ihn gerade noch abgefangen und an der Seite geparkt. Puh, das war knapp. I believe I spider. Oh. Gerade noch das Auto abgefangen. Oh, das ist so scheiße, ey. Eigentlich dürfte man gar nicht darüber lachen, so kacke ist das. Aber. Wenn ich nicht so ein Beschleunigungslegastheniker wäre, immer so drauf. Beschleunigungslegastheniker. Oh Mann, ey. So, Rennstart. Start your engines. Was haben wir wieder hier für ein Feld? Ah ja, klar, Sebastian Schmalenbach, Pro-WC-Driver mit 7 KI-Rating. Hm, bockt. Auf jeden Fall. Oh, noch einer mit 6 KI-Rating. Also SOF auf jeden Fall 3-3 und das in einem... In der Ferrari Challenge. Siebter gerated, perfekt. Oh Mann, Alter. Das wird ja was. Alter, warum hat hier jemand eine Katze auf dem Auto? What? Ist hier los? Heute ist ja Weltkatzentag. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ich hasse Katzen. Oh. Ist Emil Heyerdahl ein Mückefahrer? Auf jeden Fall hat er nämlich diesen Skin. Obwohl, ne, der hat Sahara draufstehen, das hat doch Mücke gar nicht, ne? Das ist eher nee. Der Formel 1, alte Formel 1-Skin, glaube ich.
Hört sich eher an wie ihr Heimdall von Thor. Ich habe heute auch so bescheuerte Thor-Bilder gesehen. Ventilator, wo Thor so einen Ventilator in der Hand hat. Wegen Ventilator. Oh, ey, so bescheuert. Der ist schon wieder gut. Dann eins ist, glaube ich, Vibrator. Ich muss mir was schicken. Ja, den schicke ich dir. Oh, ey. Richtig behindert gewesen heute. Was war es denn noch? Waren noch ein paar mehr. Ich such sie gleich mal raus. Ah, dieses Bild, wo der so einen riesen Ventilator in der Hand hat, ey, das ist so. Das war richtig göttlich. Ah, oh, herrlich. I believe I spider. Ja, auch richtig gut. Alter, der ist wirklich mega. Vibrator. Oh, 40 Grad, jawoll. Ja, ist der geil. Wir liefern es beide. Diese Beschleunigung, ey. Incredible acceleration. Ventilator. Wir wollen uns ja hier nicht die Reifen kaputt fahren, ne? Deswegen fahren wir hier mal ganz geschmeidig durch die Kurven. Ganz geschmeidig fahren wir jetzt hier. Oh, der Michael E. Thornberg ist leider gekickt worden. Oh, da kommt er wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn jemand wegen schlechten Ping geflogen ist und dann direkt wiederkommt und es nochmal probiert. Hallo. Hi, Chris. Hallo. Oh. Was fahrt ihr gerade? Eine echte Mikaschumra Ferrari. Sie bringen Porsche. Spar. Spar ohne scharfen S. Ja, ziemlich. 40 Grad. Ja, Spaß hat man dort jetzt in 20 Minuten. Aber es lag nicht an Spa. I believe a spider. I believe a spider, ey. Ich sag's dir. My lovely Mr. Singing Club. Was? My lovely Mr. Singing Club. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Der Max muss schnelle Runde fahren. Auch von jetzt. Genau. Hey Max, du hast vergessen abzutanken. Halt die Schnauze. Hey Max, wirklich, das ist kaputt. Nein! Oh, Glück gehabt. Heftiger Spoiler hier im Discord, ne? Ja, weil du ja anhand meiner Reaktion schon weißt, was gleich passiert. So, voll ja. Depp. Sascha, der Server ist voll. Quit. Yes. Saschas Hose ist voll. Ja, ich bin schon wieder demotiviert. Also. Ja. Ja, ich war mal eben 7/10 schneller und 5/10 schneller wie der Rest der Welt. Und dann erzählt er vorher noch, dass er nicht der Schnellste ist. Ja. Dass das ganze Trainieren ja nichts bringt. Nee, BMW. Und irgendwann mittendrin... Nee, dann kurz vorhin, da sagt er, jetzt gehe ich runter, weil er wird nicht mehr schneller.
Ja, ja. Sein Optimum wäre zwar bei einer 54,9 gewesen, aber er kriegt sie nicht. Wolltest du nochmal kurz fahren? Ja, ja. Ich kann auch nochmal lang fahren. 616. Max fragte, was wir so beim 12-Stunden-Rennen gefahren sind. Janik hat das gefragt. Also ja, knapp über 12 Stunden. Also wir sind die Rundenzeiten gefahren, um auf 12 Stunden zu kommen. Was ist schon was für eine Nummer hast du jetzt gesagt? 616. I believe a spider! Ah, das ist so schön. Nein! Oh, kein Off-Track, Leute. Kein Off-Track in der ersten Runde. Seid ihr bescheuert? Toto. Toto! No Off-Track in first lap, please. Call Jackie for this. Copy, Louis. Copy. Alter, 19,3 nur. Bist du schlecht? Ja, aber mal wirklich. Hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Ruhig mal die Handbremse auf den Boden drücken. Wollt ihr die Haarschaltung benutzen? Was, warum heißt das eigentlich Haarschaltung? Das hat doch gar nichts mit Haaren zu tun, oder? Einmal ziehen jetzt. Mit den zwei Glatzköpfen fand ich cool. Wenn sich zwei Glatzköpfe streiten, dann sind trotzdem in die Haare. Ey, ich habe keine Reaction darauf bekommen, das war ziemlich traurig. Ich hab das meinem Kollegen gesagt und er hat da echt zwei Minuten drüber nachgedacht. Okay. Atemmusik im Hintergrund. Nein, der sagte, desto länger ich darüber nachdenke, desto beschissener ist das einfach. Kann ich bitte von dem ein Auto kaufen? Hi, Otze. Nein! Fucking Off-Track! Nein. Off-Track. Oh Mann, ey. Ah, einmal nicht aufgepasst, ey. Ach du Scheiße. Das war auch nicht knapp. Nee, ich war halt einen Gang zu hoch. Ich hätte den dritten gemusst. Hab aber nicht aufgepasst. Und dann schob er über alle vier Räder schon und dann. Ciao. Ja, super. Einmal mit Profis. Die Schnauze. Aber wäre echt cool, wenn so in Urush einfach mal kurz Directory wieder ausfällt. So. Und ich alle mitnehme? Ja. Geht ja nicht. Der lenkt dann ja direkt zu einer Seite ein. Hast du ja gesehen. Oder erste Kurve, wenn noch zwei Leute neben dir sind. Oh, Mann, ey. Dieses Wochenende ist DTM in Brands Hatch, ne? Wow. Fahren die denn jetzt mittlerweile den großen Kurs oder immer noch Indie? Echt? Sind die mal Indie früher gefahren? Ja, die sind mal Indie gefahren. Alter, was ist das? Da warst du in der Box, gab's halt zwei Runden Rückstand. Ich meine, das ist ja so, das war ja schon auf dem Norrisring, so kacke Boxenstopp und dann kamen die von hinten an und die musstest du vorbeilassen. Also ein früher Boxenstopp hat sich ja fast gar nicht gelohnt. Im Renntempo. Ja, yeah, geil. Platz 10 und mit 7 gerated. Juhu! Das wird ja, richtig was. Und das auch nur, weil die letzten 5, glaube ich, sind's, nicht gefahren sind. Yay! Richtig stark. Mir fehlen eigentlich nur 1,5 Sekunden auf Platz 1, also. Ey. Ach Chris, wir können auch einfach beim Team ein Training buchen. Der scheint mit dem Ding gar nicht so langsam zu sein, ey. Bitte? Der haut mit dem Ford mal gerade richtig raus. Mit Team Sandbag.
fuck, ey, jetzt habe ich vergessen den... Komm, ich gehe das Risiko ein. Den Spotter noch schnell einzustellen. Spotter sollte aktiviert sein. Hoffe ich. Danke, Utze. Ja, Free Ride durch Rouge wird auf jeden gehen. Das wird richtig gut. Könnt mir nichts Besseres vorstellen. Okay, mein Spotter geht nicht. Das wird natürlich, macht's umso besser jetzt. Nicht zu wissen, ob einer neben einem ist, das ist gut. Wofür brauchen wir schon einen Spotter? Oh doch! Spotter ist doch da. Copy, Leute, copy. Spotter ist there. Toto! Toto ist there. Ja. Hat sich noch eine Bratwurst geholt. Oh, geil. Die fahren sich alle hinten drauf. Geil, gab direkt einen Crash hier vorne. Das ist schon mal gut. Alter, da wären wir fast weggegangen. Nee, nach links und rechts gucken. So viel Mühe mache ich mir nicht. Entweder der Spotter sagt was oder... Ciao. Diese Katze, ey, die mich da hinten anguckt. Schon ein bisschen scary. Movie. Unbedingt früher bremsen. Ja, wo die wieder alle fahren, ne? Scheiß auf Off-Tracks. Geil, der eine blinkt. Rechts oder links? Junge, Junge, Junge. Ja, was? Dafür kriege ich eine fucking... Ja, Alter, ihr seid doch behinderte Spackos. Dafür kriege ich eine Cutting-Strafe, weil er mich ins Grün drückt? Junge, 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 ey.
Junge, Junge. Alter, das ist so behindert. Das ist so behindert. Ich hasse dieses. Warum tue ich mir das eigentlich an? Das ist so ein Affencode, Alter. Die letzten Schimpansen geschrieben, ey. Race for Cat. Alles mit Katzen heute. Die fahren ja auch, ey, wie bei Simpsons, diese Katzen, oh mal. Meine Fresse, regt mich das auf. Da wichst der mich ins Grün und ich krieg eine Cutting-Strafe. Geil, die sind, ey. Come on, Luis. Hammer time. Copy, Toto. Oh, oh, er war im Schlingern. Greifen wir. Mann, lass mich doch einfach vorbei. Ah. Das ist eine dreckige Scheiße. Ja, ist nur ein 15-Minuten-Rennen. Ist eigentlich auch so eine, glaub, mit der zweiten Lizenz kannst du es fahren, eine D-Lizenz-Geschichte. Deswegen so kurz. Oh fuck, anders dir. Mann! Überall Autos, ey. Das hat so ein Rennen an sich. Ja, schick mich doch noch weiter raus. Ich sag's dir, ich zieh nicht zurück. Na gut, danke. Zu spät dran gewesen. Könnte gar nicht den Flo mitnehmen. Er ist schon mit dem Bus in mich vorgefahren. Oh, was ein Safe. What a Safe! You got
Oh, oh. Slow car on the left. Ach, da hat er sich gedreht, der Affe, der mich rausgeballert hat. Ah, nee. So viele Off-Tracks sind das gar nicht mal. Also klar, es wird mich auf jeden Fall wieder Minus kosten, aber einen von den Off-Tracks gesehen geht's eigentlich. Warum? Warum bremst der? Es gibt's doch nicht. Junge, Junge, Junge. Da bremst der. Oh Gott, ey. Läuft bei euch halt richtig, ne? Mario kein Glück, du kein Glück. Jetzt fährt er mir nochmal rein. Dude, what are you doing? Eike! Alter. Gleich kriegst du noch einen DQ. Ja, ich brauch gar nicht rausgehen. Was zur Hölle? Warum fährt er mir denn da nochmal rein? Die Replay, Alter, göttlich. Was ein Typ, ey. Boah, mein Hinterreifen. Holy crap. Wo ist der denn? Kannst du mir erklären, warum er nochmal... Was hat er überhaupt gemacht? Also erstmal hat er gebremst. Das war schon mega knapp. Oh, und dann lenkt er gegen. Wieso lenkt er gegen? Flieg doch einfach nach links ab, du Vollidiot. Oh. Das Geile ist auch, guck mal, wie ich ihn gehittet habe. Und ja, er kann weiterfahren. Gar kein Problem. Ja, hast du ja nur die Tür getroffen. Ja, aber danach ist er ja auch noch abgeflogen. Was gibt's denn schon wieder? Ja, aber er ist nicht so eingeschnackt. Ja, come on. Ey, es ist doch echt lächerlich, ey. Und wie er mir dann reinfährt. Was soll ich? Ich bin wieder zerlegt, Max. Ja, aber heftigst, ey. Okay. Erst hat mich einer aufs Grün gedrückt, wofür ich eine Cutting-Strafe kriege und über eine Sekunde da langsam fahren muss. Und danach... Ja gut, der hat ja nicht abgekürzt. Ja, danke. Warum soll er eine Cutting-Strafe kriegen, wenn du übers Gras fährst? Es sollte ja keiner eine Cutting-Strafe kriegen. Ohne Spaß, ey, es ist einfach ein Trauerspiel. Schau mal aufs Handy, Max, ich hab das ganz. Es ist so ein Trauerspiel, was für Spackos unterwegs sind. Wie weit ich gekommen bin bei Le Mans, musst du mal schauen. Zweite Rennen schon wieder verkackt oder nur das erste? Nein, das ist der Start vom ersten. Ich bin jetzt fertig gefahren, einfach. Ihr Safety Rating. Hä? Alter, aber da hättest du ja locker weiterfahren können, den hast du ja nur leicht hinten angestupst. Bin nicht weitergefahren. Aber nicht gesagt, dass ich aufgehört habe. Ach so, ich dachte, du hast. Ich bin bis jetzt fertig gefahren. I-Beams. Hallo, I-Beams. Hätte ich schon wieder richtig und Bock, eigentlich was anderes zu machen. Dafür, dass ich nur 14 der Gurten bin, weil ich einfach weitergefahren bin, habe ich nur minus 13 Airrating gekriegt. Oh Mann. Aber plus 0,44 Safety Rate. Okay. Arena noch nachher bin ich bei B wieder safe. Ja, ich habe minus 89 I-Rating und ich wette, Safety-Rating bin ich jetzt auf B. Naja, was soll's, ne? Hauptsache der Spaß. Ach, Sebastian Schmalenbach ist von Pure. Ich sehe gerade, der fährt eine Pure-Lackierung. Kannte ich gar nicht. Kennt ihr jemand? Von Pure? Ja, ja. Das war damals der Setup-Guru von denen gewesen, bevor der Benike kam. Okay. Oder bevor der Benike iRacing gefahren ist, glaube ich, weil da hat der die ganzen Z4-Setups und alles immer gemacht und. Mhm. Ja, Leute. War ein tolles Rennen, ne? Nix kann er. Nix kann er, nix muss er. Ja. Dafür kann ich jetzt eigentlich nur sagen. Ich höre hier auf, ey, Leute.
So scheiße. Ja. Euch einen schönen Abend. I believe by Spider, ey. Ja. Mal gucken, wann ich das nächste Mal streame, wenn das so weiterläuft, ey. Verkaufe ich den ganzen Scheiß hier. Nein, haut rein. War nur Spaß. Bye, bye.